Hallo ihr Lieben, einen fröhlichen 17. Dezember. Ich weiß noch nicht, was ich heute bekommen habe, denn ich war noch nicht bei meinem Girlfriend, aber ich fahre gleich zu ihr. Mein heutiges Thema, Silvester. Sylfeste. Silvester. Ich bin schon immer ein riesen Silvester-Fan gewesen, also Böller, Raketen, Feuerwerk, Kracher, Bum Bum, Feuer und sowas ist mein Metier. Ich habe früher als Kind schon immer gerne Böller gehabt, also auch unterm Jahr. Ich habe immer von Silvester welche aufgehoben und habe die bei uns auf dem Wohnzimmerschrank draufgelegt und dann bin ich immer hochgegangen, habe geguckt, war ganz stolz auf die Reihe, die immer mal dann größer geworden ist und habe mich dann voll gefreut, habe die Kracher immer gezählt, habe sogar so eine Liste gehabt, wo ich alles eingetragen habe, ganz genau, was ich hatte, also als kleines Kind eben schon. Da hatte ich halt auch natürlich noch nicht so viel. Und bei mir kam das ganz, ganz schnell, da war ich noch sehr jung, dass ich immer viel mehr gekauft habe. Also ich habe immer unterm Jahr mit einem Kumpel, habe ich immer Bomben gebastelt, kleine Bomben, wir haben eine Elektrozündung gebaut und eben solche Experimente gemacht und da habe ich natürlich immer fürs Jahr, unterm Jahr auch Böller und so Kram gebraucht, weil man das ja so nicht kaufen konnte, vor allem nicht als Kind. Und darum habe ich immer aufgehoben und später, als ich selbst Böller kaufen konnte, habe ich immer viel, viel mehr gekauft. Ich habe das letzte Mal auch nochmal ordentlich eingekauft. Ich glaube, seitdem ich selbst so mit Geld eben umgehe und mir auch an Silvester meinen Kracherkram kaufe, also 18 und weiter ab dem 18. Lebensjahr und darüber hinaus, habe ich eigentlich jedes Silvester also für 100, 150 bis 200 Euro immer Böller gekauft und so Raketen, also alles mögliche, Böller, Raketen, bunter Kram, Kleinkram. Keine Batterien, die hole ich nie. Also ich will immer alles selbst, alle einzeln anzünden, bum bum bum. Natürlich hat man dann an den Silvestern immer lustige Sachen gemacht, ne? Am Anfang, wenn man jünger ist, macht man die Böller einfach in den Gullideckel rein oder sprengt halt irgendwas weg, was man so findet. Ich weiß noch, wir hatten alte Briefkästen, da war Wallen da und dann haben wir unsere Briefkästen von der Wand weggesprengt, also einfach die Böller rein, dann bam und hatten auch draußen mal eine Toilette stehen, die eine abgebaute und die auch ordentlich, da haben wir es auch ordentlich rumsen lassen. Wie gesagt, mit einem anderen Kumpel habe ich dann auch immer haben wir Bomben gebaut. Eigentlich kurz vor jedem Silvester haben wir Bomben gebaut, dass wir an Silvester, also am Tag, am 31. gegen Abend sind wir dann in die Weinberge gegangen, haben die gezündet und die sind natürlich auch immer krasser und immer größer geworden, die Dinger. Und die letzte Bombe, die habe ich alleine gebaut, das war die von vorletztem Jahr. Die war in so einem großen, das war echt krass, in so einem großen Ding. Ich habe noch Bilder, wenn ich die rausgegruschelt habe, reiche ich mal die ganzen Bilder nach von dem Zeug, was ich erzähle. Also das Ding, ich habe es hier auf die Küchenwaage gemacht, war über 2 Kilo schwer, es war halt komplett gefüllt mit Schwarzpulver und einfach Raketen aufgemacht und alles reingemacht, das einfach so ein fettes Teil war und das war echt edel. Angezündet, erstmal weggerannt, natürlich eine ganz lange Zündschnur gebastelt, ne, wie man es halt so macht, wenn man Profi ist. Da habe ich die Elektrozündung nicht benutzt. Bei den Bomben haben wir generell nur einmal die Elektrozündung benutzt, sonst, also wir haben uns so einen Kasten gebaut, ne, zum Draufdrücken, wegrennen, umdrehen, dann BAM! Ist ultra geil, ultra geil. Ist nicht so laut, aber es ist eine fette Explosion einfach, ne? Wir haben es bis jetzt immer in Plastikdosen gebastelt, obwohl auch mal eine Rohrbombe geplant war, also mit Metall und so, aber immer in so ein Plastikdöschen. Und da ist natürlich nicht so Druck dahinter, die gehen dann schnell auf, aber das ist einfach geil, was für ein riesiger Feuerball mit buntem Kram das ist. Das ist immer wieder geil. Letztes Jahr hatte ich auch, war dann sogar ein Raketenwerfer am Start aus dem Rohr gebastelt, um die Raketen eben von der Schulter abschießen zu können. Also die hat man reingemacht, dann zündet sie an und dann. Das war richtig geil. Also was Silvester angeht, war ich schon immer ziemlich durchgepeitscht. Also ich wollte immer alles Mögliche, ganz viel Zeug haben. Und ja, weil das hat sich jetzt schlagartig geändert. Dieses Silvester, ich habe jetzt gar nichts geplant, irgendwas einzukaufen. Ich habe zwar noch so viel hinten in meinen Schränken gebunkert, dass ich 2 Silvester über eine Stunde durchknallen könnte. Und ich habe trotzdem noch genug. Also ich habe ganz, 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 ganz viel Böller, Raketen, alles Mögliche. Bei mir war das übrigens auch früher immer so, dass ich wirklich, also nicht jetzt 5 oder 10 Minuten ballern. Wir haben immer um 0 Uhr meistens eine Rakete. Schön, dann sagt man allen frohes Neues und dann geht man irgendwo hin, wo niemand ist. Weil ich kann meine Bomben und die ganzen Sachen, die ich halt mache oder die wir gemacht haben, kann man ja nicht machen, wenn Leute dabei sind. Ne? Also zum Beispiel Raketen anzünden, in der Hand halten und wenn sie losgehen, wegschmeißen oder den Stock abmachen von der Rakete und anzünden und das Ding wegschmeißen. So Kram halt, ne? Oder was auch cool ist, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, aber macht's nicht nach, die Raketen in den Boden stecken, so fest, dass sie nicht wegfliegen. Anzünden, dann rennt man weg, dreht sich um. Ultra geil, wenn man die großen nimmt, also was die dann, da sieht man erst die Reichweite auf dem Boden, was das für ein Ausmaß ist. Ultra geil. Und wenn ihr dann noch Kugelbomben habt, dann geht's richtig rund. Die Kugelbomben, wenn ihr die in einer Straße hochgehen lasst, auf dem Boden, da fliegen die Fensterscheiben raus und die Alarmanlagen der Autos gehen an. Und sowas. Ultra fett. Deswegen muss man irgendwo hingehen, wo nicht so viel kaputt gehen kann. Also am besten irgendwo auf dem Feld. Und ja, so ist mein Silvester eigentlich immer abgelaufen. Frohes Neues und dann läuft man dahin, dann wandert man dahin und dann geht's halt da rund, ne? Raketen nebeneinander auf den Boden legen und dann wegfliegen lassen. So Zeug. Oder eine Schnur und um so einen Pfahl drumherum fliegen lassen. Dieses Jahr ist es bei mir überhaupt gar nicht. Ist auch nicht wirklich geplant. Also ich habe eigentlich auch gar kein Geld jetzt eingeplant, um Böller zu kaufen. Ich habe meinem Schnecklein jetzt so viel Kram, also für diesen Adventskalender, habe ich ja, glaube ich, am Anfang gesagt, ich habe ihn natürlich
natürlich auch jetzt jeden Tag Geschenke geschenkt. Weil ich zeige euch, was ich ihr heute schenke. Das Video kommt erst heute Abend, da hat sie schon, ja. Also heute zum Beispiel schenke ich ihr das hier. So ein Kissen, eine Eule. Sie liebt halt Eulen. Und die Farbwahl trifft auch genau ihren Geschmack. Und ja, da wird sie sich natürlich freuen. Das für morgen kann ich jetzt nicht zeigen, weil sonst siehst du es ja voll ein. Obwohl, sie guckt die Videos eigentlich nie, wenn ich da bin. Sie guckt die Videos dann, wenn wir uns nicht sehen, um den Schmerz des Nichtsehens zu überwinden. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber nee, ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Also bis letztes Jahr noch, bis letztes Jahr Silvester, war Silvester wirklich für mich der Tag bzw. die Nacht, der Abend des Jahres. Also fand ich da habe ich mich schon immer viel eher drauf gefreut, wie auf meinen Geburtstag oder auf Weihnachten oder auf alles zusammen. Silvester ist das, wo man endlich ballern kann und feuern kann und Explosion, Sachen explodieren lassen kann, Brandbomben bauen. Oh Gott, Leute, Brandbomben, macht's aber nicht nach. Und das stört keinen, also nicht so arg. Wenn man halt auf dem Feld ist, ne, da fällt es nicht auf, weil überall, und ja. Wie ist das bei euch mit Silvester? Feiert ihr das sehr gerne? Knallt ihr auch gerne oder steht ihr einfach nur da? Seid ihr jemand, der sich das Feuerwerk auch einfach anguckt? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, dann mal gucken. Man wird halt einfach älter. Ich bin sehr kindisch bei sowas. Ich bin sehr jung geblieben bei sowas. Aber naja, man wird halt älter und dann will man vielleicht tatsächlich einfach irgendwann nur noch gucken und danach macht man sich das Gebiss rein und legt sich ins Bett. Aber wie ist das bei euch? Ballert ihr gerne oder macht ihr das gar nicht? Und seid ihr sogar jemand wie ich, der einfach richtig eskaliert, schon Pläne macht, was ihr alles gekauft wird, in welchem Laden, und ihr habt schon die Bombenskizzen gemalt oder die Raketenwerfer-Skizzen und seid dann fleißig am Bauen, bis Silvester beginnt. Wie ist das bei euch? Fickt die Welt, Junge! Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis morgen. Ciao, ciao!